Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 5. Oktober. Heute dabei der Google Assistant, Facebook, Instagram und, Elon Musk. Beginnen tun wir mit dem Google Assistant. Den hatten wir ja auch schon gestern und der bekommt schon wieder neue Updates. Und zwar kann man jetzt über den Google Assistant auch einen Fahrdienst ordern. Also ein Uber, ein Lyft und diverse Dienste, die ich nicht kenne. Das Ganze funktioniert logischerweise erstmal nur in Englisch. Aber interessanterweise kann man es auch in Deutschland in Englisch ordern und bekommt dann als Vorschlag zum Beispiel auch MyTaxi. Also wer zum Beispiel in Berlin ist, kann jetzt in Englisch über den Google Assistant ein MyTaxi ordern, um von A nach B zu kommen. Schöne Sache, wie ich finde. Und wenn ich in Berlin bin, mache ich es halt direkt vom iPhone. Nächstes Thema, Facebook bzw. Instagram. Es wurde jetzt ein Instagram-Prototyp entdeckt, der seine WhatsApp-Daten an Facebook übergibt. Das ist jetzt im Prinzip nichts Mordschlimmes, aber gerade auch, weil Facebook ja jetzt nicht unbedingt eine gute Woche hatte, sage ich mal, mit dem Hack, macht man sich natürlich dreimal Gedanken. Also im Endeffekt sammelt Facebook damit über Instagram Daten zu den Orten, wo jemand war, um dann entsprechend zielgerichtet Werbung auszuspielen. Ich selber bin ein großer Freund von zielgerichteter Werbung, aber ich glaube, jetzt sind wir so an der Grenze, wo man sagt, okay, muss das sein oder soll das sein oder darf das sein? Das Interessante dabei ist übrigens, dass in der Voreinstellung diese Funktion in den Prototypen aktiv ist. Also, es ist ein Opt-out und kein Opt-in. Von daher, fair enough, ist ein Prototyp, warten wir mal ab, was daraus wird. Was aber kein Prototyp mehr ist, das sind die Name-Tags von Instagram. Die sind nämlich auch gestern Nacht rausgekommen. Und was ist das? Es ist eine Art QR-Code oder Snap-Code oder wie ihr es nennen wollt, wo man halt am Ende des Tages echt den Namen scannt, damit dieser dann ein Freund bzw. damit man der Person dann halt auf Instagram folgen kann. Wo ich jetzt glaube, bei den meisten Menschen kann man auch einfach den Namen eingeben. So schwierig ist das nicht. Aber diese Codes sind anscheinend ein großes Ding. Facebook Messenger hat die vor einem knappen Jahr, glaube ich, eingeführt oder ein bisschen länger. LinkedIn hat die jetzt auch. Snapchat hat das mit dem Snapcode irgendwie pioniert, wenn man sagen möchte, aber ich weiß es nicht. Mein Gott, man braucht es nicht. Es ist ganz witzig, also den Nametag von Instagram, den kann man in drei Varianten gestalten. Einmal mit einer Farbe, einmal mit Emojis und einmal mit einem Selfie mit einem virtuellen Element darüber, also mit einer Brille oder einem Einhorn. Also guckt es euch an, ihr findet es in den Einstellungen auf der rechten Seite. Und ich dachte, eine Woche ohne Elon Musk ist eine schöne Woche, obwohl hatte ich den nicht Anfang der Woche? Vielleicht haben wir auch mit Elon Musk begonnen und enden mit Elon Musk. Der wurde ja verdonnert zu 20 Millionen plus 20 Millionen für Tesla nochmal an die SEC, was die Börsenaufsicht in Amerika ist. Und er ist ja auch nicht mehr Vorsitzender des Aufsichtsrates, sondern nur noch CEO. Das war der Deal. Und er sollte halt auch nicht mehr so viel twittern. Und was macht er jetzt? Er trollt die SEC auf Twitter. Also im Detail kann ich euch das auch nicht hundertprozentig erklären, aber ihr könnt auch den Link in den Shownotes gucken. Er macht sich auf jeden Fall über die SEC lustig, nennt die Shortseller Enrichment Commission, hat auch noch ein Typo drin, macht sich darüber wieder witzig. Am Ende des Tages sage ich, mein Gott, Elon, was ist los? Wieder zu viel gekifft? Das muss doch jetzt nicht sein. Also kann sich jeder seine eigene Meinung darüber bilden und das war's auch für diese Woche. Mehr News waren nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in den Freitag und ein großartiges Wochenende. Und der Martin wird euch dann ab Montag mit den News der Woche bedienen. Bis dann.
Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.